Der Donnerstagabend gehört auch in Zeiten von Corona der Politik hier in ORF 3 umso mehr, als es in Tagen wie diesen mehr als wichtig ist, Klarheit zu schaffen und zu überlegen, wie das Land mit dieser Entwicklung umgehen kann und soll. Gehen die Maßnahmen der Regierung in die richtige Richtung? Gibt es andere Ideen, wie die Ausbreitung eingedämmt werden kann? Fehlen in manchen Bereichen Schritte? Darüber und über vieles mehr diskutieren wir gleich hier in der Runde. Und ich begrüße Spitzenmandatare aller Parlamentsparteien. Jörg Leichtfried ist stellvertretender Klubobmann der SPÖ. Er sitzt seit 2017 für die Sozialdemokraten im Nationalrat. Davor war er in der Großen Koalition Infrastrukturminister. Gabi Schwarz, die stellvertretende Klubobfrau und Gesundheitssprecherin der ÖVP, ist seit 2017 Abgeordnete zum Nationalrat. Dagmar Belakovic, die stellvertretende Klubobfrau der FPÖ, ist seit 2006 Nationalratsabgeordnete. Sie ist im FPÖ-Club für die Bereiche Arbeit und Soziales verantwortlich. Sigrid Maurer sitzt mit Unterbrechung seit 2013 für die Grünen im Nationalrat. Seit Jahresbeginn ist die Klubobfrau im Grünen Parlamentsclub. Gerald Loacker ist stellvertretender Klubobmann der NEOS und ist seit dem Einzug der Partei im Jahr 2014 im Parlament. Er ist Clubsprecher für Gesundheit, Arbeit und Soziales. Vielen Dank an Sie alle fürs Kommen heute Abend. Und wir reden auch gleich ganz konkret über die Maßnahmen, die die Regierung bis jetzt getroffen hat. Aber zunächst an Sie alle einmal die offene Frage. Frau Schwarz, wie stellt sich die Situation für Sie jetzt dar? Stehen wir erst am Anfang einer Entwicklung, die uns noch große Probleme bereiten wird? Wir verlassen uns da sehr auf unsere Experten in der Bundesregierung, auf den Einsatzstab, die jetzt jeden Tag aufs Neue, aber es hat nichts mit Corona zu tun, die Situation analysieren und die nötigen Maßnahmen ergreifen. Unsere Bemühungen gehen jetzt in die Richtung, diese wirklich exponentielle Entwicklung einzubremsen und abzuflachen. Die Maßnahmen, die wir bis jetzt getroffen haben, sind alle dazu angetan. Ich halte die für zielführend und ich halte sie für absolut notwendig. Wir merken auch durch Anfragen aus der Bevölkerung, dass diese Maßnahmen sehr wohl sehr gut geheißen werden, weil die Bevölkerung das Gefühl hat, es wird etwas dagegen unternommen. Wir kommen dann auch gleich, wie gesagt, konkret zu den Dingen, die die Regierung bis jetzt fixiert hat. Aber so ganz allgemein, Frau Maurer, auch damit wir der Regierungsseite da mal fragen, wie spüren Sie das, was da jetzt auf uns zukommt? Skizzieren Sie uns einmal, was wir zu erwarten haben. Naja, ich bin natürlich keine Epidemiologin, aber ganz grundsätzlich haben wir genügend Informationen. Wir wissen auch, wie die Verläufe in anderen Ländern sind. Es wird definitiv ein Thema sein, das uns länger begleiten wird. Und das, was jetzt das Allerwichtigste ist, dass wir schaffen, dass die Ausbreitung möglichst langsam passiert, so dass wir die Kapazitäten unserer Krankenhäuser nicht ausreizen müssen, beziehungsweise auch Ersatzkapazitäten schaffen etc., damit unser Gesundheitssystem diese Epidemie, diesen Ausbruch an Corona gut übersteht und alle Menschen gut versorgt werden können. Und dafür treffen wir alle notwendigen Maßnahmen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es sehr viel Verständnis, sehr viel Rückhalt aus der Bevölkerung gibt für diese Maßnahmen. Es ist allen klar und auch gut erklärt worden, warum es die braucht. Also diese Grafik, Flatten the Curve, die grundsätzliche Kurve abflachen, das grundsätzliche Bestreben zu verhindern, dass es eben zu diesem hohen Anstieg kommt, sondern das insgesamt zeitlich zu verzögern, so dass sich die Betten wieder leeren und man wieder neue aufnehmen kann. Das ist das Ziel und dazu sind all die Maßnahmen gedacht, die wir jetzt setzen. Sehr erstaunlich, Herr Leichtfried. Es gibt da eigentlich sehr wenig auch politischen Widerspruch. Jetzt sind sich alle der Ernsthaftigkeit dieser Lage irgendwie bewusst. Haben Sie den Eindruck? Ja, ich habe auch den Eindruck. Also es ist eine ernste Situation. Es ist eine Situation, die es in Österreich so an sich noch nie gegeben hat. Und ich glaube, es muss man einfach Prioritäten setzen. Und erste Priorität ist es jetzt dafür zu sorgen, dass es den Menschen in Österreich gut geht, dass es zu so wenig Erkrankungen wie möglich kommt, dass insbesondere Menschen, die leichter verwundbar sind, ob sie jetzt älter sind, ob krank sind oder andere Angriffsflächen für dieses Virus bieten, dass die besser geschützt sind, dass man sich um die kümmert. Und dann natürlich auch
über die Folgen spricht, die das Ganze auslöst. Was heißt das für betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn sie selbst gefährdet sind beispielsweise oder auf Personen schauen, die gefährdet sind oder die jetzt auf ihre Kinder schauen müssen. Wobei da für uns klar ist, die müssen in dieser Situation ohne finanziellen Schaden auch herauskommen. Was heißt es für Betriebe in Österreich, insbesondere für kleine Betriebe, die dadurch jetzt stark gefährdet sind? Und das sind Dinge, die meine ich, die muss man jetzt gemeinsam lösen. Jetzt ist keine Zeit für viel Streit und ich habe großes Vertrauen in die österreichischen Beamtinnen und Beamten und Ärztinnen und Ärzte, die jetzt wirklich sehr, sehr viel da Einsatz zeigen und meines Erachtens bis jetzt auch sehr gut agiert haben. Und um das geht es für die Zukunft auch. Es ist ja, Frau Belakovic, auch so, dass sogar die politischen Parteien jetzt auch bei ihrer Arbeit zurückstecken müssen. Wir hören da Meldungen, dass auch bei Ihnen in den Parteien eben Homeoffice und andere Arbeitsmöglichkeiten genützt werden. Wie sehr beeinflusst das Ihrer Meinung nach auch die politische Arbeit? Ich glaube, für die politische Arbeit ist es relativ wenig schwierig. Schwierig ist es natürlich draußen in den Betrieben teilweise. Es kann ja nicht jeder Homeoffice machen, das wissen wir. Das ist halt natürlich, das wäre jetzt, sage ich jetzt einmal, wünschenswert, ist aber leider nicht möglich. Aber gerade im politischen Bereich sind wir in einer digitalisierten Welt, also da ist es relativ einfach managebar. Das ist etwas, wo man sagen muss, das sind wahrscheinlich Betriebe, die vor allem oder Unternehmen, die vor allem im digitalen Bereich tätig sind, sicherlich bevorzugt. Das muss man schon sagen. Das Einzige, was jetzt, sage ich jetzt einmal, schwieriger ist oder für den Einzelnen natürlich immer wieder schwierig ist, Politiker sind sehr exponiert. Das heißt, wir haben sehr viele Bürgerkontakte generell. Das ist etwas, was natürlich darunter leidet, weil viele Bürger unsicher sind, auch Politiker selbst natürlich manches Mal sich selbst ja auch schützen müssen. Also das ist halt schon eine, das ist die Frage, die man sich halt stellen muss. Wie schaut das aus mit Bürgerkontakten? Zumal ja natürlich auch die Regeln selbst für Politiker gelten sollten, auch wir sollten Sozialkontakte runterfahren. Herr Loacker, Sie waren gerade monatelang im Vorarlberger Wahlkampf unterwegs. Jetzt stellt sich heraus, die Wahl findet vorerst nicht statt. Also es gibt offensichtlich, es gibt hier schon die Auswirkungen auch auf das politische Österreich. Ja, es wäre auch eigenartig, wenn gerade an der Politik das vorbeigehen würde, was alle Bürgerinnen und Bürger unmittelbar betrifft. Wir erleben da eine Art Naturkatastrophe, die sich im Zeitlupentempo bewegt. Und wir haben den Vorteil, dass wir ein paar Wochen Vorsprung haben gegenüber beispielsweise Italien. Und diesen Vorsprung können wir nutzen, um die Hebel so umzulegen, dass die Auswirkungen in Österreich nicht so dramatisch sind, wie sie im südlichen Nachbarland geworden sind. Ob das gelingt, werden wir sehen. Schauen wir uns an, mit welchen konkreten Maßnahmen die Regierung bisher der Ausbreitung des Virus entgegentreten will. Bildung. Die Hochschulen sind bereits geschlossen. Ab Montag findet auch in den Oberstufen, zumindest bis Ostern, kein Unterricht mehr statt. Ab Mittwoch dann auch in den übrigen Schulstufen nicht mehr. Stattdessen heißt es Online-Unterricht. Die Kindergärten sperren ebenfalls zu. Für Bildungsminister Heinz Fassmann sind diese Maßnahmen notwendig, denn wir haben eine tägliche Steigerung um 30% der positiv getesteten Personen. Wir sind am Beginn einer exponentiellen Verteilung der Infektionsrate. Und alle bekannten Studien sagen, wenn man was machen möchte, dann muss man es am Beginn machen und nicht erst dann, wenn die Durchinfektion in der Bevölkerung schon stark entwickelt ist. Eine Betreuung in Schulen und Kindergärten wird es nur noch für Kinder bis 14 Jahre geben. Und das nur als Ausnahme, wenn zu Hause keine Betreuungsmöglichkeiten vorhanden sind. Eltern können für die Betreuung ihrer Kinder bis zu 3 Wochen Sonderurlaub beantragen. Arbeit. Die Bundesregierung ersucht Arbeitgeber, den Mitarbeitern so weit wie möglich die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen. Zudem wird es in einigen Branchen, vor allem im Tourismus, aufgrund der geringeren Nachfrage zu Kurzarbeit kommen. Veranstaltungen. Einschneidende Maßnahmen gibt es auch für die Kunst- und Kulturszene, aber auch für Sportveranstaltungen. Denn Outdoor-Events mit über 500 und Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern sind untersagt.
In den Kirchen wird es ab Montag keine öffentlichen Gottesdienste mehr geben. Zudem werden kirchliche Feiern wie Hochzeiten oder Taufen verschoben. Reisen. Österreicher, die sich in Italien aufhalten, sind aufgerufen, nach Hause zurückzukehren und sich in Heimquarantäne zu begeben. Ohne ärztliches Attest ist eine Einreise aus Italien nicht mehr möglich. Zudem schließen Tschechien und die Slowakei die Grenzen zu Österreich. Auch andere Länder schränken die Reisemöglichkeiten ein. So verhängt etwa die USA ein Einreiseverbot für Europäer. Ja, dass es dabei nicht bleiben wird, das haben wir heute schon durchgehört bei den Aussagen vom Bundeskanzler Sebastian Kurz. Herr Leichtfried, wenn Sie jetzt einmal die bisherigen Maßnahmen bewerten wollen, handelt Österreich rechtzeitig und in einem Ausmaß, von dem Sie sagen, das ist groß genug? Oder müssen wir noch strengere Kontaktmaßnahmen ergreifen? Ich würde jetzt was Ungewöhnliches sagen, vielleicht für meine Rolle hier, weil ich glaube, jetzt ist nicht so die Zeit, groß Kritik zu üben. Weil ich glaube, es ist eine Ausnahmesituation. Da weiß man nachher immer besser, was man hätte vielleicht machen können. Ich glaube, man sollte mehr nach vorn schauen, was noch passieren muss. Und ich meine, eins der, wenn man vielleicht eine Schwäche im Handeln der Regierung erkennen mag, ist es, dass es keine zentrale Person gibt, die allein verantwortlich für die Krisenkoordination und die Krisenkommunikation ist. Das wird, glaube ich, in der ganzen Abwicklung helfen und wird auch in der Kommunikation nach außen helfen. Wir leben jetzt doch oft so eine Kakophonie von Auftritten und Meldungen. Das ist meines Erachtens nicht notwendig, aber das ist etwas, was man noch tun kann, wenn man das möchte. Das Zweite ist, denke ich, dass es ein Prinzip geben muss. Es muss jedem geholfen werden und es soll auch niemand an dieser Krise verdienen. Und wenn die Regierung nach diesem Prinzip handelt, dann ist schon viel gewonnen. Und das betrifft eben Maßnahmen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie ich schon erwähnt habe. Das betrifft Maßnahmen für Betriebe. Und man muss auch aufpassen, dass das nicht teilweise ausartet. Mir wurde jetzt beispielsweise berichtet von einem Bekannten, wenn seine Frau schwer krank ist und der Desinfektionsmittel für die Frau unbedingt braucht und vor ihm wollte jemand 6 Liter Desinfektionsmittel in der Apotheke kaufen und dann findet man im Internet Angebote, 1 Liter Desinfektionsmittel, 70 Euro. Sowas muss sofort abgestellt werden und da ist die Regierung auch verantwortlich, hat die rechtlichen Möglichkeiten, da so etwas zu verhindern, weil das geht in so einer Zeit nicht. Es gibt ja wahrscheinlich für diese ganze Situation weder eine Blaupause, keinen Masterplan, kein Konzept, an das man sich halten kann, ist noch nie da gewesen. Wo sehen Sie die Schwächen irgendwie im Moment gerade? Ich möchte etwas dazu sagen, was der Kollege Leichtfried gesagt hat. So ist es ja nicht, dass wir nicht einen Einsatzstab hätten, wo die genauen Hierarchien die Abfolgen festgelegt sind. Es ist das, in jeder, das war aber nicht das, was ich gemeint habe. Ich weiß schon, was du gemeint hast, eine zentrale Person. Nur in solchen Stäben, ich bin selber in einem Stab des Roten Kreuzes als Ehrenamtliche, wir haben schon vor Wochen festgelegt über Dienstverfügbarkeiten etc. Das heißt, die Menschen, die in dem Expertenstab drinnen sitzen, wissen ganz genau, wie was kommuniziert wird. In Krisen selbst ändert man Taktik nicht, sondern wir arbeiten von Tag zu Tag die Herausforderungen, die uns vorgegeben werden, ab. Was mir jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist in dieser Diskussion, ist das, dass ich es für extrem wichtig erachte, der Appell an alle, an jeden Einzelnen und an jede Einzelnen, was zum Beispiel den Umgang, den persönlichen Umgang mit anderen Menschen betrifft. Jeder in Österreich und jede in Österreich sollte sich darüber bewusst sein, dass wir diesen persönlichen Kontakt, Sozialkontakt kann man auch haben per Telefon oder was auch immer, diesen persönlichen Kontakt einschränken, dass jeder von uns Leben retten kann. So ist es. Schränken wir uns ein um ein Viertel, dann heißt das, dass wir die Kurve um 50% hinter anhalten können. Das ist etwas, was auch unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker ist, diese Botschaft wirklich zu verbreiten. Das ist immens wichtig und es stört mich massiv, dass es immer noch gerade auf Social-Media-Kanälen so Botschaften gibt, wie, na, das ist ja eh nur eine Grippe und die Regierung, das ist ja eh alles überzogen. Nein, das ist nicht überzogen. Das ist eine ernste Situation und die sollten wir wirklich alle gemeinsam in den Griff bekommen. Aber müssen wir dann nicht im Wesentlichen damit rechnen, dass es ab morgen möglicherweise, Frau Maurer, dann so aussieht bei uns, wie es in Italien schon aussieht, dass man sagt, irgendwie, wenn man das ernst durchziehen will, dann muss man auch sozusagen weitere Schritte setzen, Lokale schließen und solche Dinge machen. Kommt das auf uns zu?
Also das Gute ist, wir sind Italien voraus und wir haben jetzt sehr früh begonnen, diese Maßnahmen zu setzen. Aber natürlich, also die Entwicklung ist bekannt, also wie die Ansteckungsraten sich darstellen. Und es kommt ganz stark darauf an, wie sehr die Bevölkerung hier auch compliant ist, also mitmacht und sich an die Rahmenbedingungen oder an die Empfehlungen und Bitten der Bundesregierung hält, was die Einschränkung des Kontakts betrifft, auch was die Unterstützung der älteren Bevölkerung betrifft, vor allem was die Warnungen betrifft, Kinder nicht zu Großeltern, die älter als 60, 65 sind, die ja zur Hochrisikogruppe gehören, zu geben. Auch das wird entscheidend dafür sein, wie wir durch diese Krise kommen. Aber selbstverständlich sind weitere Maßnahmen möglich. Und es ist, wie gesagt, es geht um eine schrittweise, also um die Eindämmung, um die Verlangsamung des Ansteckungsprozesses. Es gibt, also ich habe da vollstes Vertrauen und deswegen finde ich auch gut, was der Kollege Leichtfried gesagt hat. Also ich bin keine Ärztin, ich bin keine Epidemiologin und ich finde auch nicht, dass solche Themen geeignet sind für politische Diskussionen. Ich verlasse mich da auf die Expertinnen und auf die Krisenstäbe. Und natürlich, weil Sie gesagt haben, es gibt keine Blaupausen für eine solche Situation. Selbstverständlich gibt es alle möglichen Notfallpläne und Szenarien für die Krankenhäuser, auch für die grundsätzliche Frage. Also es werden jetzt Operationen, die nicht notwendig sind, verschoben und so weiter, um Kapazitäten freizubekommen. Dafür gibt es Pläne und die werden jetzt Schritt für Schritt ruhig, besonnen, in aller Ruhe, in aller gebotenen Besonnenheit abgearbeitet. Ja, dafür gibt es vielleicht schon eine Betriebsanleitung oder Bedienungsanleitung in der solchen Krise, aber vielleicht nicht für die Organisation des tagtäglichen Lebens in einer solchen Ausnahmesituation, die meiner Erinnerung nach in Österreich noch nie so existiert hat. Und es ist ja nicht auszuschließen, Frau Belakovic, dass auch Politiker anderer Couleurs Ideen haben und einbringen können, wie man das sozusagen noch effizienter organisieren kann. Also ich denke da an Dinge der täglichen Versorgung zum Beispiel. Wir sehen heute schon, dass viele Leute glauben, die Lebensmittelversorgung ist nicht mehr gewährleistet. Wie kann man dem begegnen, solchen Gerüchten und solchen Hamsterkäufen und solchen Phänomenen? Wissen Sie, ich glaube, die Geschichte ist ein bisschen so plötzlich gekommen, dass halt viele Leute einfach jetzt einmal Angst gehabt haben und jetzt haben wir Hamsterkäufe. Was ich jetzt aber auch ehrlicherweise sagen muss, wir wissen alle nicht, ob wir nicht morgen für 14 Tage in Heimquarantäne sind. So gesehen macht das schon auch Sinn, Lebensmittel für 14 Tage zu Hause zu haben. Also das würde ich jetzt einmal per se noch nicht als das ganz große Problem sehen. Sie haben recht, ich glaube auch, dass es jetzt die Zeit ist, wo man wirklich auch eine Zusammenarbeit leben muss, leben soll. Ich habe das auch gestern sehr deutlich gesagt, dass die Maßnahmen der Regierung in Ordnung sind. Ich halte sie für gut, aber nicht für ausreichend. Mein Zugang wäre gewesen, die gesunden alten Personen zu schützen. Wir wissen von dem Virus nicht viel, aber was wir wissen ist, die schwere Erkrankungen löst er vor allem bei den Alten oder bei den Personen mit Vorerkrankungen aus. Das heißt, die extra noch zu schützen, das ist auch heute schon Teil, indem wir beispielsweise Pflegeheime so weit unter Quarantäne stellen, dass es eben keinen Besuch gibt, Altenheime, Altersheime, also da, wo ich wirklich eine große Ansammlung habe von gefährdeten Personen. Denn eines, und das ist das Hauptproblem, das ich sehe, ist, wenn wir dort ein Virus hineinbekommen, und das ist auch das Problem, das die Italiener gehabt haben, wenn ich jetzt eine große Ansammlung habe, da wohnen vielleicht 300 betagte Menschen, und wenn ich dort ein Virus hineinbekomme, dann weiß ich heute schon, dann werde ich viele Tote haben. Das ist, leider Gottes muss man das so sehen, da habe ich das Problem wirklich. Das heißt, da gibt es heute bereits Einzelmaßnahmen, aber das würde ich mir wünschen, dass das wirklich auch flächendeckend ist. Und dann sage ich noch ein ganz persönliches Erlebnis. Ich war heute im größten Krankenhaus Österreichs auf der Kinderambulanz und es gibt dort überhaupt kein Händedesinfektionsmittel mehr in diesem Krankenhaus. Das ist nicht mehr vorhanden, jedenfalls nicht für Patientinnen oder Patienten. Und da muss ich sagen, das hat mich schockiert. Also das hat mich wirklich heute schockiert. Sie haben nichts mehr, weil es offensichtlich viel gestohlen wird. Es sind die leeren Flaschen drinnen. Es wird nicht mehr nachgefüllt. Also das halte ich schon für ein echtes Problem, das da ist. Und da glaube ich, ist es auch notwendig, dass man auch den Bürgern sagt, das ist also unsolidarisch. Also wenn ich dort bin, weil gerade, also ich bin jetzt kein ängstlicher Mensch, aber gerade im Krankenhausbereich ist es natürlich schon so, dass ich sage, da bräuchte ich es und da soll es auch sein. Mhm. Wie man überhaupt, und jetzt bin ich gleich beim nächsten Thema, nämlich Ambulanzen, wie werden wir damit umgehen?
Wie werden wir umgehen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn es wirklich weiter ansteigt? Also da sind schon noch natürlich Maßnahmen, die vermutlich auf uns zukommen. Es sei denn, es gelingt uns mit dem bisherigen und die Kurve abzuflachen. Und was wir heute auch hören, Herr Lorca, ist, dass es Reisebeschränkungen im ganz großen Ausmaß geben könnte. Es gibt Reisewarnungen für eigentlich die halbe Welt, muss man sagen. Die oder die ganze, ja. Wie sehen Sie das? Wird da auf uns ein Leben zukommen, das sozusagen sich innerhalb unserer Grenzen abspielt, im Kampf gegen ein Virus, das keine Grenzen kennt? Ja, es werden die nächsten Monate, muss man ehrlicherweise sagen, für viele von uns eine Umstellung bedeuten. Und da wird der eine oder andere Wochenendtrip abgesagt werden. Und das sind aber dann die kleinen Dinge, finde ich. Ja. Dann fahren Sie jetzt halt nicht nach Rom im April, wie es ist geplant. Also das ist ein Schmerz, der ist auszuhalten. Aber man wird den Großeltern, Kollegin Maurer hat es gesagt, sagen müssen, dass es klüger ist, wenn sie die Enkel jetzt ein paar Monate nicht sehen. Und das finde ich, das tut viel mehr weh. Aber das muss man ihnen ehrlich sagen. Und da, jetzt ist jeder Einzelne gefordert, für die Eltern Menschen einkaufen zu gehen, damit die zu Hause bleiben können. Ja. Die können ja ruhig spazieren gehen, aber die sollen nicht in Menschenansammlungen gehen. Und wer jetzt auch gefordert ist, und zwar schon seit einigen Tagen, sind die Apotheker. Die Kollegen haben es angesprochen, es gibt kein Desinfektionsmittel mehr. Die mischen das jetzt selbst. Die stehen am Wochenende in der Apotheke, obwohl sie gar nicht Wochenenddienst hätten, nur damit sie alles abarbeiten. Was da an Logistik im Moment gut funktioniert, wie viele Leute da tätig sind, damit die Versorgung klappt, im Lebensmittelbereich genauso wie im Gesundheitssektor. Und das wird diesen Bereich jetzt noch einige Monate auf Trab halten. Diese Mitarbeiter dort, die ja dann auch im Kundenkontakt in der Arztpraxis, in der Apotheke, in den Altenheimen immer ausgesetzt sind. Das sind eigentlich die Helden dieser Wochen und Monate. Ganz, ganz viele Meldungen bekommen wir in diesen Tagen von Klein- und Mittelbetrieben, die unter dieser Situation ganz massiv leiden, existenzbedrohend leiden und händeringend nach Maßnahmen rufen. Was ist da angedacht? Womit kann man da rechnen? Gibt es da schon Ideen und Pläne konkreter Natur? Also wir setzen jetzt die Maßnahmen, um mal die Bevölkerung zu schützen und die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Aber natürlich wird es auch, also natürlich hat es massive wirtschaftliche Auswirkungen, nicht nur bei uns, weltweit. Und natürlich wird man sich auch darum kümmern müssen, dass insbesondere auch die Kleinen Überbrückungsmöglichkeiten haben. Also alleine, wenn eine Veranstaltung abgesagt wird, da hängt ja nicht nur, die großen Betriebe tun sich ja deutlich leichter, mit so einer Situation umzugehen, aber die einzelne Grafikerin, die am Ende der Kette hängt, hat womöglich ein großes Problem. Und wir sind sehr bemüht, für alle und insbesondere natürlich die kleinen Abfederungen zu schaffen. Das wird in den nächsten Tagen verhandelt und ausgearbeitet werden. Nächste Woche soll der Finanzminister seine Budgetrede halten. Bisher hat es geheißen, es wird eine Steuerreform mit Steuererleichterungen geben und plus noch ein Nulldefizit dazu. Davon werden wir uns wohl, wenn man zwei und zwei zusammenrechnet, verabschieden müssen, Frau Schwarz. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass Länder wie Italien gleich große, milliardenschwere Konjunktur- und Hilfsprogramme auflegen. Ist so etwas für Österreich auch zu erwarten? Ich denke, genauso wie die Kollegin Maurer gesagt hat, wirklich genau hinschauen und genau die Bedürfnisse erheben und mit Bedacht. Und selbstverständlich, jeder kleine, jeder mittlere, jeder große Unternehmer hat ganz besondere Anforderungen in diesen Zeiten. Und ich bin überzeugt davon, dass Finanzminister Blümel da die nötigen Schritte gemeinsam mit unserer Wirtschaftsministerin unternehmen wird. Die ersten Anzeichen sind ja schon da. Welche Größenordnung das genau sein wird, ist jetzt überhaupt noch nicht absehbar. Wir sehen es jetzt gerade bei Reiseveranstaltungen, im Tourismus, in der Gastronomie, wenn man verantwortungsvoll ist. Uns haben ja heute schon Bilder erreicht, wo man sieht, dass die Lokale noch voll sind. Das kann ich so nicht nachvollziehen, weil jeder ja doch bemüht sein sollte, seinen Nächsten auch ein bisschen zu schützen. Aber wir haben vollstes Verständnis der Nöte der Gastronomiebetriebe, der Touristiker. Die Skigebiete sind ab
dem Wochenende geschlossen, in Tirol zum Beispiel. Es hat Auswirkungen auf den gesamten Osterreiseverkehr und die Leute überlegen sich jetzt auch schon, was sie im Sommerurlaub machen. Und gerade kleine Busunternehmer, der nur 3 Busse hat, ist in existenziellen Schwierigkeiten. Und das betrifft ja nicht nur ihn, sondern auch seine Angestellten und die Familien. Das heißt, das große Maß an Belastungen, unter Anführungszeichen, und an Förderungen, die notwendig sein müssen, ist überhaupt noch nicht abzusehen. Aber die italienische Regierung hat zum Beispiel vor ein paar Tagen angekündigt, es sei angedacht, zum Beispiel Steuerzahlungen jetzt einmal auszusetzen. Wäre so etwas für Österreich denkbar und wünschenswert? Wir sehen das. Muss das sagen. Also da ist mir auch der Herr Blümel und die Frau Wirtschaftsministerin allein ein bisschen zu wenig. Sozialpartner reden natürlich auch mit, Aufgabe, keine Frage. Ja. Weil ich muss sagen, ich bin froh, dass jetzt wieder ein bisschen von diesem alten Österreich-Geist, wenn man es so nennen kann, einkehrt und auch die Sozialpartner ganz massiv in die Verhandlungen mit einbezogen sind, weil es betrifft beide Seiten. Es betrifft die Wirtschaftstreibenden, insbesondere die kleinen Betriebe, ganz massiv. Und es betrifft die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bei diesen Betrieben tätig sind, ganz massiv in ihren Nöten und Sorgen, die sie jetzt haben. Und da braucht es natürlich massive staatliche Interventionen, jetzt massive Pakete, um hier Vorsorge zu treffen. Und ich sage Ihnen eins, ich bin so froh, dass in der letzten Periode eine Mehrheit aus Grüne und Sozialdemokraten im Bundesrat diesen Unfug mit der Schuldenbremse verhindert hat. Wer weiß, was die verhindert hätte an Maßnahmen, die jetzt unbedingt nötig sind. Und da ist Geld nicht so wichtig. Da ist es wichtig, dass den Menschen in Österreich geholfen wird. Und das hoffe ich, dass jetzt auch wirklich passieren wird. Und das hoffe ich, dass auch umgesetzt wird. Und da gibt es auch die Unterstützung der Sozialdemokratie dafür. Wir sind die Ersten, die sagen, ja, tun wir was für die Menschen im Land, helfen wir mit und helfen wir zusammen. Frau Belakovic, Steuern, Zahlungen aussetzen oder ähnliche Maßnahmen, ist das denkbar für Sie? Ich glaube schon, dass man versuchen muss, auch die Fristen vielleicht zu verlängern für die Steuern, auch für die Sozialabgaben. Auch das ist etwas, das sollte man alles nicht unterschätzen, das ja die Betriebe massiv belastet. Wir sind ja in einer derzeitigen Situation, wo das alles sehr langsam noch anläuft, weil natürlich jetzt prioritär zunächst einmal die Maßnahmen waren, die Ausbreitung der Krankheit jetzt einmal zu bremsen. Aber natürlich bräuchte es die Pakete schon gestern, auch das muss man ehrlich sagen. Aber da gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man jetzt einmal die Steuerzahlungen, die fällig werden, im Mai vielleicht auch stundet, eine Verlängerungsfrist für Unternehmen macht, damit die nicht alle sofort jetzt zusperren müssen. Weil bis diese Pakete wirklich anlaufen, wird das noch einen Vorlauf haben. Also ich glaube, da muss man wirklich in weit so schnell wie möglich handeln. Das ist auch ein ganz anderes Team, das das ausarbeiten muss. Das muss man auch sagen. Also, da ist ja der Krisenstab eigentlich nicht wirklich betroffen. Aber das sind schon Pakete in Milliardenhöhen. Das sind wir von einem Nulldefizit nicht nur ein bisschen, sondern meilenweit entfernt. Und ich glaube, dass das den ganzen EU-Stabilisationspakt ein bisschen wahrscheinlich durchrütteln wird, weil ja nicht nur Österreich betroffen ist. Also das muss man jetzt auch ehrlich sagen. Es sind ja alle europäischen Länder betroffen. Das sollte man vielleicht auch mal diskutieren, auch Herr Lorca. Dieser europäische Chorgeist, der wird vielerorts vermisst. Es gibt sozusagen keine gemeinsame europäische Vorgangsweise. Das sieht man schon, dass die einen Länder haben ein Exportverbot für Grippeschutzmasken, es gibt Grenzkontrollen aller Orten, es ist plötzlich wieder ein sehr nationales Denken statt eines gemeinsamen europäischen Vorgehens. Würde das was helfen oder ist das gut so, dass jedes Land für sich jetzt seine Maßnahmen trifft? Wie sehen Sie das? Ja, ich glaube, jetzt mitten in dieser Sondersituation lässt sich das nicht umstrukturieren. Aber es macht sichtbar, wo noch Schwächen vorhanden sind. Und da dürfen wir uns auch selbst an der österreichischen Nase nehmen. Wir haben in jedem Bundesland eigene Spitalsträgerschaften. Das ist ja bei uns auch nicht gemeinsam geplant, sondern in neuen Insellösungen geplant. Das sieht man, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, auch heute, wenn man die Meldungen verfolgt haben, das eine Bundesland verbietet Besuche in Krankenhäusern generell, das andere nicht, das dritte nur teilweise. Also da gibt es auch eine nicht einheitliche Vorgangsweise eigentlich quer durchs Land. Und da gilt es schon auch, aber das muss man im Nachgang machen, aus dem zu lernen, was jetzt passiert. Dass wenn so etwas wieder vorkommt, wir schlauer und besser vorbereitet sind.
Eines ist jedenfalls klar, ohne Kooperation jedes Einzelnen in der Bevölkerung sind alle Maßnahmen, die die Regierung setzt, nicht umsetzbar. Und wir haben uns jetzt gefragt, wie groß ist eigentlich das Verständnis bei den Menschen? Und deswegen haben wir uns heute Vormittag in Wien-Meidling umgehört. Es ist schon ein bisschen bedenklich, das Ganze. Ich bin so, dass ich sage, okay, ich habe etwas zu Hause, habe ich immer schon gehabt, das ist unsere Generation und ich ziehe mich etwas zurück. Du, ich mache mir doch keine Gedanken drüber. Wenn es kommt, kommt es. Wenn nicht, dann nicht. Man passt ein bisschen auf. Was die Regierung gemacht hat, das ist in Ordnung, diese Maßnahmen. Und mehr kann man eigentlich nicht. Man muss sich nur halten daran. Nicht? Ja, ich denke, dass es schon zum Teil berechtigt ist und zum Teil aber auch übertrieben. Ja. Also ja, normale Vorsichtsmaßnahmen finde ich super, oder wenn jeder trifft. Aber jetzt halt die ganzen Veranstaltungen, was das wirtschaftlich nach sich zieht, das kann man halt nicht abschätzen. Ja, ich würde sagen, wie es die Regierung auch sagt, jeder kann seinen einzelnen Beitrag dazu leisten. Aber ich glaube, Panik ist nicht angebracht. Ich persönlich habe nicht vom Virus Angst, sondern von der Wirtschaft. Das ist das. Und ich glaube, das betrifft viele, überhaupt größere Betriebe oder so. Ne? Und arbeitsmäßig, je nachdem. Und der Handel vor allem und so weiter. Ne? Für uns Studenten ist das natürlich ein bisschen blöd. Viele Praktika und Labore werden abgesagt. Aber hey, Online-Vorlesungen und so, macht das schon. Ich glaube, momentan können wir nicht viel tun, außer es auszusitzen. Für die nächsten paar Wochen, wenn es schlecht läuft, die nächsten Monate. Und ich bereite mich schon seelisch darauf vor, dass ich online arbeiten werde und halt einfach zu Hause sitzen werde, wie so ziemlich alle anderen wahrscheinlich auch. Ja, das hört sich nach einem doch großen Verständnis in der Bevölkerung an. Aber schauen wir mal, wie das vielleicht in 2-3 Wochen aussieht. Wie kann man denn Ihrer Meinung nach sicherstellen, dass die Bevölkerung quasi an Bord bleibt bei all diesen Maßnahmen, Frau Maurer? Naja, grundsätzlich ist es um und auf Transparenz, gute Information, sich hinstellen und erklären. Genau das tun wir. Das tun mehrere Minister dieser Bundesregierung. Das ist auch unsere Aufgabe, finde ich, als Politikerinnen und Politiker, hier genauso sich zu beteiligen und im Sinne der Vernunft und im Sinne dieser Maßnahmen, im Sinne des Schutzes der Bevölkerung zu argumentieren und auch gleichzeitig, und das halte ich für sehr wichtig, es bringt uns allen nichts, irgendwelche Gerüchte in Umlauf zu bringen oder zu beschleunigen. Also man kennt das, da kommt ein Tweet, da steht irgendwie ein Horrorszenario drinnen und man retweetet das, ohne davor die Quelle geprüft zu haben oder Ähnliches. Es ist sehr wichtig, dass wir uns auch vor den Fake News, die da kursieren, schützen und auch ganz klar sagen, die Information, die vom Ministerium, die von der Regierung kommt, das ist die verlässlich ist, die von den Wissenschaftlerinnen kommt, von den Leuten, die die Berechnungen machen. Also da auch eine gewisse Ruhe auszustrahlen, halte ich auch für eine Aufgabe von uns und auch natürlich die Vorbildwirkung. Ja, also ich hielte es für fatal, wenn wir jetzt, es gibt solche Stimmen, die immer noch sagen, ja, das ist ja nur Grippe und ist ja nicht so schlimm. Wir reden hier schon von Menschenleben. Das Virus ist bedrohlich für die ältere Generation und die gilt es zu schützen. Und da haben wir alle eine Verantwortung. Ich kann mich nach vielen, vielen Jahren Diskussionsleitungen im ORF nicht an eine Diskussion erinnern, die derartig sachlich, ruhig und einhellig, mehr oder weniger ohne große Meinungsunterschiede abgelaufen ist. Ich weiß nicht, wird das nächste Woche im Parlament auch so sein? Die parlamentarische Arbeit muss ja irgendwie weitergehen. Sie wissen noch nicht einmal, wo Sie nächste Woche tagen werden, soweit ich das verstanden habe, weil das Ausweichquartier in der Hofburg offensichtlich zu klein ist, um den angeratenen Sicherheitsabstand zwischen den Abgeordneten einzuhalten. Welche Pläne haben Sie denn, Frau Schwarz, jetzt für die nächste Zeit? Wo soll das Parlament tagen? In welcher Form? Ist es auszuschließen, dass es gar keine Parlamentssitzungen mehr gibt? Oder wie geht es da weiter? In der heutigen Präsidiale wurde vereinbart, dass es die Sitzungen gibt. Das steht ja schon seit gestern fest. Wo sie stattfinden wird, ist noch nicht sicher. Entweder in der Hofburg, wenn es dort geschafft wird, uns wirklich so hinzusetzen, dass wir nicht unmittelbar einander gefährden. Oder es wird ein Ersatzlokal
Location geben. Wir werden die Plenarsitzung haben. Ich rechne damit in einer ähnlichen Stimmung wie jetzt, denn das Thema Corona wird auch die Sitzung dominieren, selbstverständlich. Und weil Sie das gesagt haben, wenn es um Menschenleben geht und wenn es um Gesundheit geht, das ist überhaupt keine Zeit, da wirklich irgendwelche strittigen Punkte zu erörtern. Und ich denke, diese Stimmung wird sich weiter fortpflanzen. Und im täglichen Leben wird es so sein, wie jeder andere und jede andere, von dem wir uns das erwarten. Ich habe meine privaten Termine auf das Notwendigste eingeschränkt. Meine Mutter wird 80, der helfe ich genauso und sage, brauchst du was eingekauft, aber ich begegne ihr nicht direkt. Diese Dinge zu berücksichtigen und darauf aufmerksam machen, bitte glaubt nur den Botschaften, die wirklich verifiziert sind, die von der Bundesregierung kommen, nicht darauf verlassen, auf irgendwelche hanebüchernen Tipps, wie alle 15 Minuten einen Schluck Wasser trinken, das hilft es. Solche Dinge kursieren, die sind kontraproduktiv. Darin sehe ich unsere Aufgabe, unaufgeregt, immer transparent zu informieren und das so weiterzutragen, dass jedem und jeder in Österreich bewusst ist, was er selbst dazu beitragen kann. Politische Arbeit, Frau Belakovic, muss weitergehen, auch im Parlament, Ihrer Meinung nach? Sie muss vor allem im Parlament weitergehen. Also das Parlament ist die Gesetzgebung. Gerade in einer Krisensituation muss das Parlament arbeiten. Aber ich würde ganz gern jetzt ganz kurz noch zu dem etwas sagen, weil mir etwas eingefallen ist. Ich finde, die Bevölkerung ist wirklich gut an Bord. Aber was mich gestört hat, das war, dass das Gartenbaukino sofort reagiert hat mit einer Aussendung, wir verkaufen nur noch 99 Karten pro Vorstellung. Das sind Aussendungen und das sind Aktionen, die halte ich persönlich für kontraproduktiv. Und da wäre es, glaube ich, schon auch an den Betreiber, an die Kinobetreiber mal zu appellieren, zu sagen, das zu unterlaufen, das macht diese ganzen Dinge, die wir empfehlen oder die Regierung empfiehlt, unterläuft das eigentlich wieder und zeigt so, naja, wenn es 100 sind, ist es viel, aber bei 99 geht es noch. Also das ist was, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das wollte ich einfach einmal jetzt auch sagen, nämlich auch für Veranstalter, die müssen sich auch einer Verantwortung bewusst sein. Die haben wahrscheinlich eine höhere Verantwortung wie jede Einzelperson, die wir jetzt hier gesehen haben, die das wahrscheinlich für sich ohnehin wahrnimmt. Ja, aber dann hätte man ja gleich sagen können, Kinos, Theaterveranstaltungen müssen zusperren. Ja, aber verstehen Sie, die Reaktion hat, das war eine unmittelbare Reaktion. Da haben Sie natürlich recht. Klar gibt es diese Grenzen, die sind gezogen. Jetzt wissen wir alle, die Grenze ist, wie wir hätten sie auch bei 120 hätte sie gezogen werden können oder bei 99. Aber ich glaube, dass gerade Betreiber von Kinos oder von Theatern, von wo auch immer, eine größere Verantwortung haben. Nämlich eine ähnlich große Verantwortung wie die Politik, weil sie einfach Meinungsbildner sind und weil sie Multiplikatoren sind. Aber das liegt ja, glaube ich, so ein bisschen irgendwie die Frage, wer hat die Hand auf dem Hebel, der sozusagen zusperrt, der muss letztlich auch für die entstandenen Kosten oder so aufkommen. Also kann man diese Verantwortung wirklich privaten Betreibern umhängen? Das ist doch irgendwie in diesem Zusammenhang die Frage, oder? Kann man sagen, Sie als Kinobetreiber müssen jetzt von sich aus sagen, wir sperren zu? Na, manche Kinos sperren ja auch zu. Es ist ja nicht so, dass Kinos werden auch subventioniert. Ich glaube, dass ich glaube, dass gerade Betreiber auch von Kinos eine Verantwortung haben. Es sind Theaterveranstaltungen abgesagt, also die Theater sind zu, die Museen sind zu. In einem Museum bin ich eher weiter weg von anderen. Also da komme ich mir vielleicht gar nicht so nahe. Trotzdem gibt es dort ein Verantwortungsbewusstsein. Ich wollte das einfach nur einwerfen, dass man auch jedem Einzelnen, der jetzt als Multiplikator hier auftritt, eine Verantwortung zumuten muss. Und Sie könnten einen Antrag nächste Woche im Parlament einbringen zu dieser Frage. Naja, das ist ja nicht Nein, aber, das ist schon auch eine Selbstverantwortung des Einzelnen. Mhm. Aber es ist doch irgendwie jetzt die Frage, wie kann man eben die Bevölkerung auch an Bord halten? Es werden auf uns alle Zeiten zukommen, in denen wir vor allem unsere eigenen vier Wände zu Gesicht bekommen, sehr, sehr intensiv. Und vielleicht wollen ja manche Leute doch mal kurz rausgehen. Aber wäre das angebracht, jetzt zu sagen, aus, over, gar nichts mehr? Ich glaube, es ist eine Frage auch des fairen Umgehens mit den Menschen. Und solange die Menschen das Gefühl haben, das, was jetzt an Maßnahmen passiert, es sind einmal so mehr oder weniger die richtigen Maßnahmen und es wird auch auf uns geschaut in vielfacher Hinsicht, also gesundheitlich einmal, es wird auf unsere älteren Mitmenschen geschaut, es wird auf die Menschen, die in Arbeitsverhältnissen sind, geschaut, wird auf die Menschen, die nicht mehr arbeiten können, aus diesem Grund geschaut und sie haben keinen Schaden, dann glaube ich, ist die Akzeptanz der Maßnahmen eine viel größere, wenn man das Gefühl hat, aha, da richten sie es ein paar und auf uns, wir sind eigentlich nicht so wichtig. Und das ist meines Erachtens auch Aufgabe des österreichischen Nationalrats und des Parlaments,
dafür auch Sorge zu tragen, dass die Regierung in ihren Handeln gewisse Dinge einhält, die man vielleicht im ersten Moment auch gar nicht so sieht, weil man überfordert wird auch durch das Hereinbrechen der ganzen Ereignisse. Und deshalb bin ich auch bei jenen, die sagen, wir leben in einer parlamentarischen Demokratie, wo die Gesetzgebung durch das Parlament erfolgt und nicht durch die Bundesregierung. Das muss man auch wissen. Und für diese Situation geht es jetzt einmal am Anfang mit Verordnungen, ja. Aber es wird nicht immer mit Verordnungen gehen. Wo ist Ihrer Meinung nach Handlungsbedarf in gesetzlichen Bereichen der Lage? Wenn wir zum Beispiel sagen, es gibt für Unternehmen, die durch diese Situation Probleme haben, finanziellen Ausgleich, so ist das Budget relevant. Das heißt, es muss per Gesetz beschlossen werden. Wenn wir sagen, die Menschen, die Betreuungspflichten haben oder die gefährdet sind, können in Urlaub gehen, bedarf es einer Änderung des Urlaubsgesetzes, jetzt, wenn ich das jetzt so schnell interpretieren würde. Und das kann ausschließlich der österreichische Nationalrat machen, gemeinsam mit dem Bundesrat. Und deshalb ist es wichtig, dass die Möglichkeit oder die Handlungsfähigkeit des österreichischen Nationalrats und des Bundesrats gesichert ist. Es ist wichtig, dass die Abgeordneten in der Lage sind, an den Sitzungen teilzunehmen. Und es ist wichtig, dass Gesetzesbeschlüsse dort gefasst werden. Bin aber auch der Auffassung, in Zeiten wie diesen muss man ganz klar darauf achten, dass man die Zeit so kurz wie möglich hält, dass man vielleicht Systeme findet, wo die Debatten vielleicht nicht mit der vollen Besetzung stattfinden und die nicht keine Redezeiten haben, vielleicht am Monitor die Debatte verfolgen können in den Büros und dann nur zur Abstimmung ins Parlament kommen. Da muss man sich, und das ist auch noch nicht ganz ausdiskutiert. Also wir haben heute eine Präsidialkonferenz gehabt, das wird morgen noch eine Präsidialkonferenz stattfinden, es wird am Montag noch eine stattfinden und dann wird man erst definitiv sagen können, was wirklich geschehen wird bei dieser Sitzung. Definitiv sagen können, wie es geschehen wird oder auch inhaltlich. Herr Loacker, haben Sie Pläne, was da an Gesetzesmaterie jetzt notwendig ist zu beschließen, um in dieser Situation jetzt die notwendigen Instrumente auch gesetzlich an der Hand zu haben? Naja, man muss fairerweise sagen, es haben die Fraktionen auch auf Tagesordnungspunkte verzichtet, um die Sitzung schlanker zu halten. Also es sind schon alle daran interessiert, auf kooperativem Weg jetzt zu schauen, dass wir das Notwendige machen und nicht die Sitzung unnötig in die Länge ziehen. Sehr viele Dinge kann man machen ohne Gesetz. Also die Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen kann von sich aus entscheiden, jetzt halt nicht gleich die Konkursanträge zu stellen, wenn irgendwo die Beiträge nicht sofort gezahlt werden. Und es kann der Finanzminister seine Finanzämter anweisen, kostenlos Stundungen von Steuerschulden durchzuführen. Da braucht er auch kein Gesetz dazu. Und das, was man dann an Rettungsschirmen und anderen Dingen vielleicht später plant, müssen wir jetzt nicht nächste Woche in der Sitzung beschließen. Aber man muss das Parlament arbeitsfähig halten. Das ist schon eine zentrale Verantwortung. Und auch in einem Land, in dem wir schon einmal erlebt haben, dass das Parlament seine Arbeitsfähigkeit verloren hat und dass das dann geheißen hat, wäre es wichtig, auf zentrale Staatsfunktionen zu schauen. Zu sehen natürlich die Nationalratssitzung nächste Woche live bei uns im Fernsehen, meine Damen und Herren. Ja, ich darf mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken für die Debatte heute Abend. Das wird nicht die letzte zu diesem Thema gewesen sein. Meine Damen und Herren, bei uns geht es jetzt weiter im Programm mit dem Tagebuch einer Quarantäne. Erstellt hat es ein französischer Reporter während der vergangenen Wochen in China. Danach dann die Dokumentation über weltweite Pandemien. Morgen Abend melden wir uns wieder hier im Programm mit einer neuen Ausgabe von ORF 3 aktuell mit allem zu den jüngsten Entwicklungen in Sachen Corona. Ich sage Ihnen heute danke fürs Dabeisein. Bleiben Sie gesund.